Ich möchte zunächst einmal Hohes Haus mich dafür bedanken, dass ich hier eingeladen wurde. Ich möchte und werde hier als Wissenschaftler sprechen, nicht als Politiker. Und das Einzige, was ich da voranschicke, ist, dass ich keiner politischen Partei angehöre, dass ich in der 68er-Generation studiert habe und dass ich über viele Jahre eine Partei gewählt habe, die antiautoritär orientiert war und sich für Umwelt eingesetzt hat. Nun, wie bin ich dazu gekommen, mich als Pathologe, der sich kurz vor dem Ruhestand, wohlgemerkt nicht im Ruhestand, befand, mich hiermit zu beschäftigen? Ich habe das getan, was ich 40 Jahre lang getan habe, wenn sich Angehörige an mich gewandt haben und gesagt haben, können Sie diesen Befund noch einmal überprüfen? Ich hätte gerne Gewissheit. Dann habe ich immer gesagt, selbstverständlich. Und Anfang, ziemlich genau vor einem Jahr, begannen sich zunehmend Angehörige an mich zu wenden und sagten, ich kann das nicht glauben, dass mein Angehöriger, meine Frau, meine Tochter, mein Sohn eines natürlichen Todes gestorben sind. Sie sehen hier, dass ich aus dieser Absicht eigentlich zunächst die Angehörigen zu beruhigen. Ich hätte ihnen gern gesagt, ihr Vater ist an einem Herzinfarkt gestorben, an einer Pneumonie oder was weiß ich. Aber es haben sich schon in den ersten 5 Fällen derartig beunruhigende Ergebnisse gezeigt, dass ich weitergemacht habe. Und es sind dann eine Reihe von Fachkollegen und Wissenschaftlern dazugestoßen. Die wichtigen Daten sind hier aufgezählt. Wichtig ist noch, dass sich dieses Untersuchungsgut an Obduzierten und auch an einigen lebenden Organproben anders als bei den im Krankenhaus obduzierten Verstorbenen überwiegend es sich um solche Verstorbenen handelte, die plötzlich und ohne irgendeine vorangegangene Therapie verstorben sind. Das heißt, im Auto oder zu Hause umfielen einfach. Und wir können somit Therapienebenwirkungen, die vor allen Dingen bei Beatmung natürlich da sind, ausschließen. Und das Ergebnis unserer Untersuchung ist hier zusammengefasst. Es sind jetzt jeweils unterschiedliche Kollektive, weil wir stehen in unterschiedlichen Stufen der Auswertung. Hier also 15 voruntersuchte, obduzierte Fälle, 8-mal Gerichtsmedizin, 7-mal Pathologie. In allen Fällen wurde die Todesursache als unklar und natürlich in der Primärdiagnose festgestellt, in der Gerichtsmedizin in der Regel ohne histologische Untersuchung. Unsere Nachuntersuchung mit mehreren Pathologen, die das beurteilt haben, zeigte einen Zusammenhang mit der Impfung in sehr wahrscheinlich in 5 Fällen, wahrscheinlich in 7. Unklar möglich in 2 und lediglich in einem Fall konnten wir feststellen, dass hier keinerlei Zusammenhang zu postulieren ist. Was haben wir gefunden? Gefäßschäden an den kleinen und großen Gefäßen, Milzveränderungen, eine Myokarditis, die ja inzwischen international anerkannt ist, dann lymphozytäre Lungenentzündung, Lymphozytenansammlungen in nicht-lymphatischen Organen und Mikro- und Makroembolien unidentifizierter Fremdkörper. Ich will hier die Histologie Ihnen nur als Beleg zeigen, dass wir tatsächlich über diese Präparate verfügen. Die Qualität der Projektion lässt eine genauere Beurteilung sowieso nicht zu. Sie stehen jederzeit Pathologen, Wissenschaftlern und Laien stehen meine Präparate zur Verfügung und die Behauptung, ich verfüge über keine Belege, ist einfach eine Verleumdung. Außerdem können Sie im Internet und demnächst im ZDF Frontal und auf Servus TV ausführliche Berichte über diese Befunde sehen. Hier
hier eine Zerstörung eines kleinen Gefäßes durch lymphozytäre Infiltrate im Herzmuskel. Dann haben wir, weil wir das Spike-Protein als mögliche Ursache in Verdacht hatten, zunächst an Zellkulturen entsprechende Positiv- und Negativkontrollen gemacht. Und Sie sehen rechts die deutlich angefärbten Zellen. Und wir konnten dann in den beschädigten Gefäßen zeigen, dass es eine deutliche positive Reaktion gibt. Das ist eine immunhistologische Methode. Der Nachweis ist durch eine braune Anfärbung gegeben und Sie sehen rechts Kapillaren und links eine kleine Arteriole. Hier zwei Organe, nämlich die Leber und die Milz in einem Schnitt und Sie sehen, die Leber exprimiert kein Spike-Protein, demgegenüber die Milz diffus und dann betont in diesen ringförmigen Strukturen, das sind die Gefäße. Und hier ein Beispiel dafür, wie leicht man zu dem Schluss kommt, dass eine natürliche Todesursache vorliegt. Hier haben wir eine Herzkranzarterie mit einer Thrombose. Wir haben auch arteriosklerotische Veränderungen, aber wir haben Entzündungen. Und zwar dieses Gefäß ist entzündet und die Thrombose ist aufgrund der Entzündung entstanden und nicht aufgrund der Arteriosklerose. Sie sehen nämlich in der Umgebung, ganz am äußeren Ring, die entzündlichen Infiltrate. Und auch hier konnten wir in den Myofibroblasten Spike-Proteine nachweisen. Und für die, die jetzt mit histologischen Präparaten nichts anfangen können. Hier die Aorta eines Verstorbenen, die, hier muss ich zeigen. Sie sehen hier, das ist die Innenfläche, wo das Blut fließt, das ist die äußere Schicht und das ist, als wenn da ein zweites Gefäß ist. Dieses Gefäß ist aufgesplittet in zwei Gefäße. Und wir sprechen hier von einer Dissektion. Das nächste Bild zeigt das noch deutlicher. Hier die äußere Schicht des Gefäßes, hier die innere und dazwischen die Blutung, an der der Patient verstorben ist. Und wir haben nicht nur obduzierte Personen untersucht, sondern auch lebende Patienten. Hier ein 22-jähriger Mann, der vorher gesund war, der mit diesen doch recht eindrucksvollen Beinveränderungen kam, eine 43-jährige Frau, Marathonläuferin bis kurz vor der Impfung, jetzt praktisch bettlägerig und kaum gehfähig. Und in diesem Fall haben wir einen radiologischen Befund, nämlich hier fand man eine Gefäßverdoppelung, etwas, was mir Radiologen sagten, hätten sie noch nie gesehen. Das heißt, so wie die Aorta, die ich Ihnen gezeigt habe, in zwei Teile aufgesplittet ist, so ist hier auch die Beinarterie aufgesplittet. Wie oft haben wir das gefunden? Die kleinen Gefäße sind in 11 Fällen von 20 Fällen betroffen, die größeren in 10 Fällen. Dabei fokal eine Wandnekrose mit dieser Aufsplitterung. Und dabei eine entzündliche Begleitreaktion in weiteren Fällen. Und hier nur ganz kurz die Myokarditis, die ist international ja inzwischen als Nebenwirkung anerkannt. Die lymphozytäre Alveolitis, also Lungenaffektion, die dann weiterhin lymphozytäre Infiltrate in nicht-lymphozytären Organen, vor allen Dingen in der Schilddrüse, in den Speicheldrüsen, in der Aorta habe ich schon gezeigt, Haut, Leber, Milz und schließlich in der Dura, also in der harten Hirnhaut. Hier nur ein Beispiel, eine Schilddrüse mit entsprechenden dunklen lymphozytären Infiltraten. Hier die Infiltration von Lymphozyten in der harten Hirnhaut, links normal, rechts diese Infiltrate, die praktisch sonst nie vorkommen. Ich habe sie in 40 Jahren nicht gesehen.
Und auch die kleinen Gefäße im Gehirn zeigen eine Auflockerung und, wie Sie vielleicht sehen, lymphozytäre Infiltrate in der Wand. Und hier kann es zu Blutungen kommen. Und wir haben auch hier das Spike-Protein nachgewiesen, nach wie vor, um das ganz klar zu betonen. Wir haben auch das Nukleokapsid nachgewiesen. Wenn wir das nämlich nachweisen, handelt es sich um eine echte Infektion durch das Virus. Wenn wir nur das Spike-Protein nachweisen, dann bedeutet es, es ist eine Folge der Infektion. Das heißt, hier werden Hirnzellen dazu animiert, das Spike-Protein zu produzieren. Und ich persönlich benutze meine Hirnzellen lieber zum Denken als da, und hätte es nicht so gerne, wenn sie Spike-Protein als Nebenaufgabe noch produzieren. Das jetzt die unidentifizierten Strukturen, die wir gefunden haben in verschiedenen Organen und intravaskulär. Das ist ein Befund, der ist dem Pfizer-BioNTech bekannt. Hier der Bericht an die australische Regierung, wo sie schreiben, sie finden increased large unstained cells und sie finden Hepatozyten-Vakuolisierung, wahrscheinlich Vakuolen. Wenn ein Assistent mir einen Obduktionsbefund mit dieser Diagnose vorstellen würde, würde ich ihn sofort rauswerfen und sagen, jetzt machen Sie mal Ihre Hausaufgabe und weisen Sie nach, was das ist. Wir haben also diese Strukturen hier in Gefäßen, hier in der Milz. Und wir hatten den Verdacht, das könnte ein embolisch verschlepptes Material aus dem Impfstoff sein. Die WHO und die STIKO haben sich hier angeschlossen, haben hier eine Aspiration ausgeschlossen oder abgeraten, aus eigentlich mehr kosmetischen Gründen. Und sie haben behauptet, diese Gefäße in dem Musculus deltoideus seien zu klein, als dass sie injiziert werden können. Diese Behauptung ist falsch. Ist einfach falsch. Sie wurde nie überprüft. Wir haben nachgemessen. Hier sehen Sie, die Gefäße messen bis ein und mehr Millimeter und die Nadel 0,4 bis 0,6 Millimeter. Und Sie sehen hier die Nadel, die über das Gefäß gelegt wurde. Das kann ohne weiteres in das Gefäß sein. Der Erfahrungswert von intravaskulären Injektionen ist 5%. Und wir sind bestätigt worden, dass die STIKO hat diese Empfehlung widerrufen, aufgrund eines Artikels, der am 20. August vorigen Jahres erschienen ist, und die Widerrufung erfolgte am 18. Februar. Ich halte das für unverantwortlich. Und mein letztes Statement ist, ich bin ja auch im Risikoalter. Ich werde lieber an einem ehrlichen, hoffentlich natürlichen Virus versterben, als an einem sogenannten Impfstoff, der auch nach Aussage der Hersteller nicht weiß, in welcher Zelle das überhaupt passiert, wann diese Spike-Protein-Produktion abgeschaltet wird, okay, und was diese unidentifizierenden Stoffe sind. Vielen Dank. Dankeschön. Ich würde Sie bitten, soll ich jetzt das...